Ein ganz herzliches Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer kleinen Special-Folge aus der Zock-mal-wieder-Reihe Mythomaniac. Und zwar geht es heute um folgendes Thema, nämlich das Thema SCART auf HDMI. Ich habe mir nämlich so meine Gedanken gemacht. Diejenigen unter euch, die meinen letzten Vlog gesehen haben, wissen sicher schon so ein bisschen Bescheid. Und zwar ist es ja so, dass zukünftig immer mehr Fernseher ohne SCART-Anschluss geliefert werden, weil HDMI sich als Standard ja mehr und mehr durchsetzt. Und die Befürchtung, die ich habe, ist halt, dass ich dann meine Konsolen irgendwann nicht mehr an den Fernsehern anschließen kann. Aber es gibt eine Lösung, und diese Lösung heißt Wandler von AV oder SCART auf HDMI. Und ich bin letztens bei Konrad Elektronik in Dortmund gewesen und da habe ich ein entsprechendes Teil gesehen. Und das ist das hier. Ist jetzt noch komplett verpackt, weil ich denke, wir gucken mal zusammen rein, was da drin ist und worum es sich da handelt. Das ist eben ein Adapter von SCART auf HDMI. Und hier vorne sieht man schon so ein bisschen was auf dem Foto. Ich glaube, ich mache jetzt aber hier mal die Umverpackung ab. Mal eben gerade hier irgendwo schauen. Natürlich typisch mit einem Schweizer Taschenmesser. Ja, das ist auch Schweizer Messer scharf. Ja. Wollen wir das mal aus seiner Hülle befreien dort. So, ab damit. Das ist noch der Kassenbon. Was hatte ich eigentlich dafür bezahlt? Ja, knapp 62 Euro. Ihr kriegt das Ding aber sicher auch irgendwo bei Amazon beispielsweise oder vielleicht sogar auch auf eBay. Und hier steht Folgendes noch drauf: SCART und HDMI auf HDMI-Konverter. Und hier vorne sieht man, dass das Ding auch einen HDMI-Eingang hat. Das heißt, das HDMI-Signal kann durchgeschleift werden, sodass nicht ein HDMI-Platz am Fernseher verloren geht, wenn ihr die Box da dran habt. Dann könnt ihr nämlich die anschließen und das, was vorher direkt am Fernseher war, könnt ihr hier anschließen. Hier vorne kann man dann umschalten zwischen HDMI und SCART-Eingang und hier kann man umschalten, ob man 720 oder 1080p haben will und PAL oder NTSC. Konvertiert Video- und Audiosignale von SCART zu HDMI, ein zusätzlicher HDMI-Eingang und 3,5 mm Klinken- und digitaler Cinch-Audio-Ausgang. Und hier auf der Rückseite ist noch ganz interessant, welche Formate unterstützt werden. Ich hoffe, das ist so nachher lesbar für euch. Und da haben wir hier eben irgendwo stehen. Das sind die drei Schalter. Ja, folgende SCART-Eingangsformate werden so gesehen unterstützt: PAL, NTSC-M, NTSC 4.43, SECAM, PAL-M, PAL-N. Und HDMI ist das Eingangsformat 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Netzteil externes ist da noch drin, angeblich. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir da mal rein. Geht das so schon auf oder ist das noch irgendwo, da ist es noch verklebt? Also, Messer nochmal herholen. Aufschlitzen. So irgendwie, ja. Und dann machen wir es mal auf und schauen mal, was drin ist. Funktioniert ausgezeichnet. Nicht? Ja, leck mir doch. So. Das ist ja niedlich. So, da haben wir also schon mal besagte Box. Oh, ich muss sagen, die fühlt sich aber richtig massiv an. Metall, Aluminium oder irgendwas. Also hat ein ganz ordentliches Gewicht. Dementsprechend hier auch vier so Standfüßchen. Und hier sieht man also wie auf dem Foto. Hier hinten ist der HDMI-Ausgang zum Fernseher hin, Audio, koaxial,
SCART HD, da kann man umschalten zwischen SCART und dem HDMI, 720 und 1080p, PAL und NTSC. Angeblich soll man das dann onscreen sehen, was man gerade gedrückt hat. Das werden wir dann uns in einem Funktionstest anschauen, denn im nächsten Schritt werde ich da mal ein paar Konsolen anschließen und mal schauen, wie das Bild ist, wie es funktioniert, ob es funktioniert, ob es irgendwie einen spürbaren Lag beim Zocken gibt oder so. Das gucke ich mir alles der Reihe nach mal an. Dann noch eine Powerlampe, um zu zeigen, ob das Ganze aktiv ist. Und ich bin erstaunt, wie massiv sich das Ding anfühlt. Ja, hier hinten haben wir den HDMI-Eingang zum Durchschleifen, SCART-Eingang und hier die Stromversorgung. Mehr haben wir sonst hier nicht. Speaker Professional. Ja, das ist das Hauptgerät. Ich vermute mal, dass hier drin irgendwie noch das Netzteil ist. Ganz genau. Da ist noch eine Anleitung dazu, aber ich glaube, das ist Plug and Play. Ja, und dann haben wir hier drin das Netzteil. Was also nicht im Lieferumfang mit drin ist, ist ein HDMI-Kabel und da habe ich mir vorsorglich schon das HDMI-Kabel, das einfaches, besorgt. Ja, das ist in der Box drin und im nächsten Schritt werde ich, wie gesagt, mal an verschiedenen Systemen testen, wie es funktioniert. Ich bin besonders neugierig auf den Amiga 500, weil wenn ich den normal über SCART am Fernseher anschließe, dann muss ich am Fernsehgerät selber als Eingang RGB wählen. Das muss ich bei keiner anderen Konsole. Wenn ich das nicht mache, bleibt das Bild nämlich weiß. Und ich bin mal gespannt, ob der Konverter trotzdem mir ein Bild liefert, denn sonst bin ich geliefert, was das Zocken mit dem Amiga zukünftig am Flachbildschirm oder so angeht, sondern müsste ich irgendeine andere Lösung finden, die dann irgendwie funktioniert, aber da habe ich noch keinen Plan. Ich habe aber schon Videos gesehen, wo das Gerät mit einem Amiga 1200 betrieben wurde und da ist es problemlos gegangen, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es hier auch funktioniert. Deswegen wird das erste Gerät, was ich anschließen werde, sein mein Amiga 500 und dann möchte ich aber auch noch so zwei, drei andere Konsolen mal anschließen, um mal zu gucken, wie gesagt, wie das Bild ist, ob es überhaupt funktioniert und wie es funktioniert. Und das sehen wir im zweiten Teil. Also dann bis gleich. So, ich habe jetzt mal den Amiga angeschlossen an der Box und leider ist es hier so, hier ist jetzt Amiga RGB-Kabel und das geht dann zum Fernseher rüber und man sieht jetzt hier, er versucht irgendwie das Signal zu finden und blättert durch verschiedene Modi durch. Ja, da sieht man es gerade. Und hier unten steht jetzt in der Ecke SCART AV. Da in der Ecke guckt er immer so verschiedene Sachen durch und findet es nicht. Jetzt könnte es natürlich noch sein, dass es an meinem Amiga-Kabel liegt. Deswegen habe ich vor, mir da mal noch ein anderes RGB auf SCART-Kabel zu besorgen. Denn das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ja, und eben, wenn ich das SCART-Kabel dran habe am SCART-Anschluss, dann muss ich da auf RGB schalten, damit ich ein Bild kriege. Sonst habe ich nämlich genauso ein weißes Bild wie hier jetzt. Da passiert gar nichts. Vielleicht kennt jemand von euch das auch, dieses Problem, und kann mir sagen, ob es mit einem anderen Kabel vom Amiga zum Fernseher ob das funktioniert, das würde mich mal noch interessieren. Im nächsten Schritt werde ich mal andere Konsolen anschließen, die auch vom SCART-Seite her kein Problem haben mit dem Fernseher, wo ich nichts auf RGB umschalten muss. Und da habe ich das Gefühl, das wird schon funktionieren. Schauen wir mal weiter mit der nächsten Konsole an. So, ich habe jetzt hier mal den C64 angeschlossen und eingeschaltet und da kriege ich auf jeden Fall schon mal ein Bild. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es eine Riesensteigerung bei der Qualität gibt. Hier habe ich jetzt eine Auflösung in 720p. Wenn ich auf 1080p schalte, dann scrollt das Bild durch. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass mein Fernseher hier nur HD-ready ist. Und die 1080p machen dann Probleme, wenn das Signal entsprechend kommt. Aber es ist okay, man kann die Schrift lesen. Das ist also jetzt so ziemlich ähnlich wie die SCART-Qualität. Kann noch ein bisschen am Kabel liegen, wobei, ja, je nachdem, wie ich das hier bewege, die Streifen sind trotzdem drin.
Und ich lade da jetzt gleich mal ein Game rein und zock das mal kurz an, um mal zu gucken, wenn ich zocke, gibt's irgendwie einen spürbaren Lag oder so. So, jetzt habe ich hier mal Buggy Boy reingeladen auf dem C64 und bin mal gespannt, ob sich das einigermaßen lagfrei steuern lässt. Offroad, North, East, ja, Offroad, ja, ist egal. Es geht ja nur darum, mal zu gucken, wie es läuft, ob es einigermaßen flüssig läuft, ob es irgendeinen spürbaren Lag gibt oder so. Na, was ist hier los? Gebe ich nach oben Gas? Also ich muss jetzt sagen, ich merke erstmal überhaupt keinen spürbaren Lag, das ist schon mal gut. Nö, das steuert sich wirklich prompt. Also hier finde ich schon mal super. Ist das der höchste Gang? Ja, auf jeden Fall, das funzt. Da habe ich in den Gang runtergeschaltet. Nö, also ich kann hier wirklich sehr schön steuern. Die Steuerung ist soweit direkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen spürbaren Lag. Ich kann es wirklich zocken. Bam. Okay, ja, soll mal reichen auf dem C64. Schauen wir uns noch so ein, zwei andere Sachen an. So, als nächstes habe ich hier mal meinen Atari 2600 angeschlossen und eingeschaltet. Und ich muss sagen, das Bild ist im ersten Moment wirklich sehr schön scharf. Ist aber so, dass mein Atari 2600 gemoddet ist, hat nämlich einen Ausgang aufs Kart. Und so kann ich das natürlich bequem in die Box stecken und an den Fernseher anschließen. Muss allerdings dann erstmal bei der Auflösung an der Box durchschalten, bis er das Richtige hat, weil sonst habe ich kein Bild und jetzt hat es funktioniert. Apropos kein Bild, was den Amiga 500 angeht, habe ich das Gefühl, das könnte wirklich mit dem Kabel zu tun haben. Ich habe nämlich das Ganze mal an meinen PC-Monitor angeschlossen. Und da ist das Resultat das gleiche. Das Bild bleibt weiß und deswegen habe ich das Kabel im Verdacht, dass da irgendwie was nicht okay ist. Und die andere Möglichkeit könnte sonst sein, dass der Fernseher zu alt ist, aber dann müsste ich beim Monitor dasselbe Problem haben und der ist noch nicht so alt. Deswegen denke ich, wie gesagt, ist es das Kabel und ich habe jetzt deswegen bei Vesalia nochmal mir ein Kabel bestellt, Amiga RGB aufs Kart, und ich habe eben auch schon in diversen YouTube-Videos gesehen, dass es eigentlich genauso funktionieren müsste, weil die arbeiten mit denselben, auch mit diesen Kabeln und mit genau der gleichen Box, die ich jetzt hier auch habe, und da läuft das problemlos. Ja, und auf den ersten Blick bin ich ganz begeistert hier von dem Bild. Ich hätte nicht erwartet, dass das auf HDMI jetzt noch besser kommt, als es auf SCART eigentlich schon war, am Atari 2600. Jetzt will ich aber mal hier auch mir ein Game raussuchen. Mal gucken, was nehmen wir denn mal? Mal gucken, wie sieht denn zum Beispiel... Nehmen wir was Bekanntes. Nehmen wir doch River Raid. Genau. Nehmen wir doch das mal. Ja, und die Farben sind wirklich super kräftig. Geilomat. Und jetzt will ich natürlich auch gucken, wie reagiert der Flieger. Gibt es irgendeinen Input-Lag? Auf dem C64 hat es den ja zum Beispiel schon mal nicht gegeben. Starten wir gerade mal einfach. Und los. Also, ich merke jetzt hier überhaupt keinen... Auch wenn ich hier die Einlenkbewegung mache, reagiert wirklich prompt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da ein Lag ist. Nö. Also Eingabe funktioniert wirklich prompt. Da liegt es nicht am Gameplay, sondern an mir. Oh Mann, habe ich das früher gerne gezockt. Eins der absolut besten Games auf dem Atari 2600. Oha. Ja, das soll ja jetzt eben nur mal so eine kleine Demonstration sein. Ich habe hier wirklich ein sehr schön scharfes Bild, muss ich sagen, für Atari-Verhältnisse. Und
da flimmert nichts oder es ist wirklich nichts störend. Die Farben sind kräftig, die Kontraste sind schön. Also ich bin ganz begeistert. So, verbrannt das letzte Leben auch noch. Ich komme keine 5 Meter weit. Das ist wieder so der Vorführeffekt. Aber eben, es geht darum, ihr seid gucken, wie ist das Bild? Gibt es ein Input-Lag? Nö, der reagiert hier wirklich prompt. Auch wenn ich schieße, Knopf drücke, der Schuss kommt direkt so per Knopf drücke. Oh, ich stelle gerade was fest. Ich kann hier, den Schuss lenken. Nachdem man den Feuerknopf losgelassen hat, kann man so ein bisschen auch, also er lenkt in die Richtung, in der ich fliege. Das weiß ich nicht, ob ich hier einen speziellen Modus eingeschaltet habe am Schwierigkeitsgrad. Joa, funzt auf jeden Fall. So, jetzt mit dem letzten Leben komme ich nochmal vielleicht ein bisschen weiter. Ich sollte nicht den ganzen Sprit wegschießen. Ei. Ja, also wie man sieht, das lässt sich wunderbar zocken. Und damit sage ich auf zum nächsten System. Als nächstes möchte ich mir nämlich gerade mal das Mega Drive angucken. Und zwar zwei Sachen. Ich hatte mir ja mal ein SCART-Kabel fürs Mega Drive geholt und habe das an den Fernseher angeschlossen und festgestellt, dass die Games und das alles viel zu hell war. Und selbst mit den Möglichkeiten, die der Fernseher zum Einstellen bietet, habe ich es nicht vernünftig hingekriegt. Deswegen habe ich mir dann einfach nochmal, ein SVS-Ausgang, ein ganz normales Cinch-Kabel geholt. Also mit weiß, rot, gelb und das an SCART-Adapter und reingesteckt und siehe da, da war das Bild deutlich besser. Und jetzt möchte ich hier mal schauen, wie sieht das aus, wenn ich hier das SCART-Kabel reinstecke, wo das Bild eigentlich zu hell ist, ob es der Wandler richtig umwandelt. Das sehen wir dann gleich, also bis dann. So, jetzt habe ich da mal das Mega Drive angeschmissen und zwar erstmal mit dem SCART-Kabel, wo das Bild, wenn ich es direkt in den SCART-Eingang reinmache, zu hell ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es hier genauso ist. Dann würde das nämlich wirklich heißen, das Eingangssignal wird wirklich 1:1 durchgeschleift und dann entsprechend umgewandelt in HDMI. Aber es passiert sonst nichts. Ansonsten finde ich, ist das Bild wirklich gestochen scharf. Super geil. Aber ich habe die Befürchtung, dass es immer noch zu hell. Hier kommt das Licht aus. Arcade. Ja, das kommt mir sehr hell vor. Start. Ja. Also man sollte eigentlich die Mittelstreifen auf der Fahrbahn sehen können. Und ich schätze, das ist hier gerade nicht der Fall. Nee. Wie ist denn die Lenkung? Ja. Habe ich jetzt auch im Moment nicht das Gefühl, dass er jetzt nicht reagieren würde. Das ist okay. Aber eben, man sieht die Mittelstreifen auf der Fahrbahn gar nicht. Also das ist dasselbe Problem, wie ich es hatte, nur SCART. Aber die Schrift ist wirklich gestochen scharf. Das ist super. Okay, das reicht als Eindruck. Und jetzt wechsle ich mal auf das andere Kabel, wo ich dann einfach den SCART-Adapter dran habe. Und wir schauen mal, wie da im Vergleich das Ganze aussieht. So, und jetzt habe ich das Cinch-Kabel-Gedöns am SCART-Adapter und das drin in der Box. Was hier auffällt, ist, dass das Bild weniger scharf ist als vorhin mit dem SCART-Kabel, wo ich insgesamt ein zu helles Bild habe. Das sieht so aus, wie ich es eigentlich gewohnt bin, wenn ich es direkt in den SCART-Eingang reinmache. Jetzt will ich aber sehen, ob wenigstens die Farben besser sind. Und eben, das ist jetzt so die Qualität, wie ich es gewohnt bin, die ich immer noch ziemlich gut finde eigentlich. Und es geht ja darum, dass ich nachher die Konsolen auch an moderneren Fernsehern betreiben kann. Jetzt gucken wir mal, ob man hier die Mittelstreifen sieht, ob er es hier vernünftig macht. Ja, sieht eigentlich immer noch ganz gut aus. Aber es ist eben ganz leicht unscharf gegenüber dem Bild, was ich vorhin hatte.
Wollen wir mal gucken, ob man jetzt die Mittelstreifen sieht. Da bin ich mal gespannt. Das sieht schon besser aus, meine ich. Ja, man sieht sie. Jawohl. Das funzt. Ja, also, da haben wir es. Man sieht aber eben oben bei der Schrift, bei den Zahlen, da ist es ganz leicht unscharf. Aber das ist genau eigentlich dasselbe Bild, wie ich es habe, wenn ich SCART direkt am SCART-Eingang des Fernsehers habe. Und ich erwarte auch nicht, dass ich hier eine Mega-Bildverbesserung habe, weil mehr lässt sich wahrscheinlich aus dem Signal einfach auch nicht rausholen. Aber ich bin sehr zufrieden, allein mit der Tatsache, dass ich mir da wirklich zukünftig keine Sorgen machen muss, wenn der neue Fernseher nur noch HDMI hat. Und wenn jetzt da am Amiga das mit dem Kabel tatsächlich die Ursache war, dann kriege ich das auch in den Griff und kann den auch da am Flachbildschirm betreiben. Wunderbar! Das sieht doch ganz gut aus. Auch wenn ich hier beschissen fahre. Aber darum geht es jetzt in dem Moment ja auch gerade gar nicht. Ja, okay. Das war mein kleiner Einblick ins Mega Drive. Und als letztes will ich mir noch das NES angucken. Mal schauen, wie da die Signal- und Videoqualität ist. Aber auch da, denke ich, kann man keine großen Sprünge erwarten. Aber ich bin mal gespannt. Also, dann bis gleich. So, als letztes habe ich jetzt hier mal das NES angeschlossen. Und ich muss sagen, das Bild ist hier wirklich wunderbar scharf auf den ersten Blick. Ich habe jetzt hier einfach mal das Game Air Fortress reingeladen. Ja, also ich denke mal, so für NES-Verhältnisse ist das hier wirklich gut. Und da haben wir die Vorgeschichte. Jetzt wollen wir hier auch mal gucken, wie steuert sich das Ganze. Ja, also das Schriftbild ist wirklich ziemlich gut, muss ich sagen, was ich hier gerade sehe. Was mir bei den ganzen Testen aber aufgefallen ist, es gibt einen ganz entscheidenden, ja, soll ich sagen, Nachteil. Von der Box aus an den Fernseher HDMI kann ich nur 16:9. Also ich kann hier nicht auf 4:3 schalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier mit der normalen Fernbedienung mache, dann wählt er nur noch zwischen Auto und Cinema. Das ist aber, kannst du vergessen. Und sonst habe ich auch die Möglichkeit, über SCART noch 4:3 und so weiter auszuwählen. Und hier muss ich es auf Auto lassen und da ist eben 16:9. Selbst wenn ich hier ins Menü gehe und will... Mal gerade gucken, wo war es? Hier habe ich zum Beispiel jetzt Auto 4:3 Preset drin. Und das ignoriert der einfach. Ne? Also ob ich jetzt 16:9 oder 4:3 hier drin habe, das macht keinen Unterschied. Also er streckt das Bild auf jeden Fall auf 16:9. Ja, damit muss man wahrscheinlich leben. Also es scheint keine andere Lösung zu geben. Ich sag mal, mich persönlich stört es jetzt hier so nicht. Aber es mag vielleicht Leute unter euch geben, die sich daran stören, dass sie es da nicht in 4:3 zocken können. Ist mir aber eigentlich relativ wurscht. Und jetzt gucke ich hier mal kurz rein. Start. Und wir schauen mal, wie lässt sich das hier steuern? Gibt es hier ein Input-Lag oder sowas? Bisher konnte ich das bei keinem System, was ich jetzt angeschmissen habe, feststellen. Also es lässt sich hier wirklich wunderbar zocken. Jo. Nö, hier auch. Reagiert wirklich, wenn ich hier drücke. Ja, Feuerbutton reagiert prompt. Ich fühle jetzt hier kein Lag oder so. Ich stelle gerade fest, das sieht ja ganz gut aus. Ich kenne das Game gar nicht. Zocken wir da mal so ein bisschen kurz rein. Ja, und ich muss sagen, steuern lässt sich das super. Die Bildqualität, meiner Meinung nach, ist ziemlich gut. Sauber. Absolut. Oh, da darf man also nicht gegen. Okay. Jetzt habe ich ein B. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Und da noch ein paar Es. Was machen die?
Erstmal nichts Erkennbares. Kann man da irgendwo was beeinflussen? Nö. Also beide Buttons sind gleich zum Schießen. Ja, ist egal, ob man A oder B drückt. Dann macht beides das Gleiche. Okay. Ja, ich muss sagen, das ist eine feine Geschichte. Was man hier noch rausfinden muss, ist, was ist Vordergrund und was ist Hintergrund, wo darf man gegen und wo nicht. Okay, dagegen nicht. Aber das Game fängt an, mir zu gefallen, stelle ich gerade fest. Jetzt habe ich wohl ein Schild. Kann sein, dass ich hier ein bisschen noch an der Helligkeit drehen muss, aber nö, eigentlich sieht es gut aus. Oh, jetzt kann ich nichts mehr steuern, das läuft ja automatisch. Was gibt's denn hier? Eine Zwischensequenz? Oh, jetzt steige ich aus. Und was passiert jetzt? Wir fahren nach unten. Und was gibt's da unten? You are now entering the Air Fortress. Okay. Ja, also ich würde sagen, schauen wir uns das jetzt zum Ende auch noch an. Ich kann fliegen. Oh, das ist ja eine coole Geschichte. Allerdings, ich kann hier nicht so schnell schießen. Ah, doch. Mit dem... Ah, das ist ja krass, man hat einen Rückstoß. Aha, also mit A hat man mehr so Rapid Fire. Da kann man schneller hintereinander schießen als mit B. Aber man hat hier voll den Rückstoß, das ist ja fies. Da muss man ja auch erstmal drauf achten. Das wirft mich hier voll zurück. Wow. Aber das Game gefällt mir, Leute. Auch wenn ich jetzt eigentlich nur mal einen kurzen Funktionstest machen wollte, gucken, wie das Bild ist und so. Aber da muss ich sagen, richtig gut. Was gibt's denn hier noch? Okay. Ja. Muss man da so fahrstuhlmäßig mitfahren? Würde ich jetzt beinahe vermuten. Das ist ja ein witziges Spiel, vor allem weil es irgendwie so eine Mischung aus Shooter und irgendwie noch anderen Geschicklichkeitspassagen ist. Air Fortress. Muss man sich mal merken, muss ich mich mal irgendwann länger mit befassen. Ja, aber das soll es gewesen sein, weil so ein kleiner Einblick, was die Kiste zu leisten vermag. Der HD-Videokonverter, SCART2HDMI. Und ja, also ich bin ganz begeistert und froh, dass ich jetzt zukünftig auch meine alten Konsolen alle an HDMI-Fernseher betreiben kann. Ich hoffe aber in erster Linie, dass mein jetziger Fernseher noch ein paar Jahre hält. Dann schiebt sich das Problem nur auf, aber ich habe dann für später auf jeden Fall die Lösung. Und ich hoffe, bis dahin habe ich dann auch eine Lösung für meinen Amiga. Ich hoffe einfach, wenn das Kabel von Vesalia kommt, dass es mit dem Funst, weil ich es ja wie gesagt auch schon woanders gesehen habe, dass es läuft. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten freue ich mich wie immer am meisten, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Macht's gut, Freunde!